Ja, jetzt geht es ja hier in diesem Kapitel um die Potenzfunktion und ja, wir haben jetzt Potenzfunktionen erstmal allgemein. Wir werden uns dann auch im folgenden, in weiteren Videos natürlich nochmal die Wurzelfunktion und alles nochmal einzeln angucken und die Videos findest du auch bei uns. Aber hier geht es jetzt nochmal um allgemeine Potenzfunktionen. Du weißt, eine Potenzfunktion sieht immer ungefähr so aus. F von x ist gleich x hoch n. So, und dieses n, das kann sehr unterschiedlich sein. Das n kann mal hoch 2 sein, hoch 4, hoch 6. Also eine 6, eine 8 oder so weiter. Also ein gerader und positiver Exponent. Es kann aber auch ein ungerader und positiver Exponent sein. Es kann aber auch ein ungerader und negativer Exponent sein und so weiter. Also dieses n kann sehr unterschiedlich sein. Es kann aber auch ein Bruch sein. Dann sind wir im Bereich der Wurzelfunktion. Und genau das sollen wir jetzt hier einfach mal feststellen. Nur grob, nicht die Funktion Gleichung, sondern einfach nur mal erkennen, worum es hier grundsätzlich geht. Und da würde ich sagen, dass wir anfangen jetzt mit der roten. Diese rote Funktion hier, die hat hier, liegt hier sozusagen auf dem Ursprung auf. Das ist ein kubischer Verlauf. Diese Funktion, dieser Graph kommt aus einer anderen Y-Richtung, als sie verschwindet. Kommt also von unten, verschwindet nach oben. Ist also ein kubischer Verlauf. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier, f von x gleich x hoch 3 ist zum Beispiel. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das ja hier auch im Ursprung liegt. Grundsätzlich kann man aber sagen, das ist hier also, dieses rote ist ein kubischer Verlauf. Kubischer Verlauf. So, und jetzt sollen wir hier laut Aufgabe noch zwei Eigenschaften nennen. Ja, was sind jetzt hier für Eigenschaften? Wir haben hier auf jeden Fall eine Punktsymmetrie. Hier ist so ein Punkt und da besteht eine Punktsymmetrie. Das kann ich schon mal nennen. Und wir haben hier einen sogenannten Sattelpunkt. Das ist wie beim Pferd. Hier könnte ich mich richtig schön reinsetzen. Ich würde hier nicht runterfallen. Ein Sattelpunkt ist immer ein spezieller Wendepunkt. Also Wendepunkt und Sattelpunkt, das sind beides Wendepunkte, aber der Sattelpunkt ist ein spezieller Wendepunkt, weil die Steigung der Ausgangsfunktion im Sattelpunkt gleich 0 ist. Das heißt, würde ich jetzt hier eine Tangente reinzeichnen, dann wäre die flach, die wäre 0. Das heißt, die Steigung wäre in diesem Wendepunkt 0 und somit macht es diesen Wendepunkt zu einem Sattelpunkt. Ja, nur mal so nochmal am Rande. Okay, das heißt, wir haben hier einen kubischen Verlauf, die rote, und die Eigenschaften sind Sattelpunkt und Punktsymmetrie. So, jetzt nehmen wir uns mal die gelbe vor. Die gelbe hier, das ist eine nach unten geöffnete Parabel, das ist also ganz einfach. Hier haben wir einfach nur einen Parabelverlauf, eine Parabel, die sich hier ergibt. Und die Eigenschaften sind, denke ich, auch klar. Wir haben hier eine Achsensymmetrie, das heißt, wenn ich jetzt hier eine Achse reinlegen würde, die ist ja nur verschoben, dann wäre das gespiegelt. Links und rechts wäre dann sozusagen gespiegelt. Ich ziehe die hier runter. Theoretisch wäre das hier die Y-Achse. Dann hätten wir links und rechts dasselbe. Das wäre dann gespiegelt. Also haben wir hier eine Achsensymmetrie und einen Scheitelpunkt hier oben. Das wären die beiden Eigenschaften dabei. So, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir die blaue. Die blaue. Diese blaue ist eine sogenannte Hyperbel. Das erkennt man daran, dass hier so komisch die einmal nach oben weggeht und einmal nach unten. Das heißt, für diesen Wert hier, was auch immer das für ein Wert ist, vielleicht ist es 5, ich würde sagen, es ist 5. Für x gleich 5 ist hier kein Funktionswert definiert. Der Graph hat nirgendwo bei x gleich 5 einen Funktionswert. Und immer wenn du so etwas hast, dann spricht man von einer Hyperbel. So, und zwei Eigenschaften von dieser Hyperbel. Naja, wir haben hier eine Punktsymmetrie. Ich könnte hier einen Punkt reinmachen und hier so eine, sozusagen diese hier auf der Seite spiegeln, dann habe ich ja die auf der Seite. Dann habe ich ja sozusagen eine Punktsymmetrie und ich habe hier eine Polstelle bei x gleich 5. Das heißt, für x gleich 5 ist das Ganze nicht definiert. Naja, wie würde das Ganze aussehen, so eine Funktion? Die Funktion würde zum Beispiel ungefähr aussehen 1 durch x minus 5. Ungefähr. Ja, und hier hätte man dann noch, ja, hier hätte man dann noch eine Asymptote, aber da will ich die jetzt gar nicht mit verwirren. Die Asymptote würde dann hier noch liegen bei 3. So. Ja, also so ungefähr wäre dann jetzt hier die Funktionsgleichung davon. Ich habe das jetzt bei den anderen auch nicht gemacht, nur dass du hier nochmal eine Idee von kriegst. Denn wenn im Nenner x minus 5 steht, dann könnte ich ja für x keine 5 einsetzen. Wenn ich das täte, dann würde hier 5 minus 5 wäre 0. Und somit der Nenner 0 und das ist mathematisch nicht erlaubt und deswegen ergibt es hier eine Polstelle. Und deswegen klappen die Graphen hier so an der 5 weg. Sie kommen da also nicht durch. Ich nehme die Funktion jetzt hier nochmal weg, weil ich das bei den anderen jetzt auch nicht gemacht habe. Und jetzt haben wir noch die grüne zum Abschluss und da habe ich bisher wenig drüber erzählt in meinen Videos. Das ist eine sogenannte Wurzelfunktion. Ja, also kann ich hier auch mal hinschreiben, Wurzelfunktion.
Wurzelfunktion, ich kürze das mal ab, Wurzel-FKT, Wurzelfunktion, das erkennt man daran, dass, schau mal, diese ganzen anderen Kurven, da könnte man sich Minuswerte im X-Bereich vorstellen. Aber diese grüne, die hört hier direkt auf. Es gibt sozusagen keine negativen X-Werte, für die es hier Funktionswerte gibt. Und das ist deshalb, weil diese könnte so aussehen. F von X ist gleich Wurzel aus X. Und warum ist das jetzt eine Potenzfunktion, könntest du dich fragen? Naja, das kann man ja als Potenz aufschreiben. Das ist ja nichts anderes als X hoch 1/2. Also beides ist ja dasselbe. Und dadurch, dass hier eine Wurzel über dem X ist, darf man ja für das X keine negativen Werte eintragen. Sonst hat man eine negative Wurzel. Das ist genauso tödlich wie eine 0 im Nenner. Das ist beides mathematisch unmöglich. Und deswegen erkennt man das schon, dass das hier eine Wurzelfunktion ist. Aber was macht das Ganze noch zu einer Wurzelfunktion? Dafür würde ich gerne hier ein bisschen Platz oben auf der Tafel einfach nochmal nehmen, weil sonst sieht man das einfach nicht gut. Hier, ich probiere nochmal Koordinatensystem so gerade wie möglich zu zeichnen. So. Und jetzt mache ich eine sogenannte halbierende, trage ich jetzt hier ein, die sozusagen dieses Koordinatensystem in der Mitte halbiert. So schräg. Das ist auch eine Funktion und diese Funktion nennt man y ist gleich x. Und diese Gerade, die sich jetzt ergibt, die heißt deswegen y gleich x, weil jeder x-Wert, den ich hier einsetze, gleich dem y-Wert ist. Also x1 ist auch y1. Und x2 ist gleich y2. Also diese ganzen Punkte ergeben sich jetzt hier drauf. Und deswegen ist das sozusagen eine Gerade durch den Ursprung, die das Koordinatensystem hier so teilt. Y ist gleich x. So, jetzt nehme ich die Bezeichnung hier nochmal weg. Wir wollen ja nur allgemein mal so sehen, warum jetzt eine Wurzelfunktion, wieso sich so eine Wurzelfunktion ergibt. Sagen wir mal, ich habe hier eine Normalparabel. Naja, ich wollte doch rot haben. Hier so, zack. Ich habe hier eine Normalparabel. Und die sieht so aus. Auf dieser rechten Seite. Die negativen Werte interessieren mich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, na, ich schreibe die Funktion schon mal hin. Das ist jetzt hier erstmal f von x ist gleich x². Und jetzt wollen wir gleich noch die Wurzelfunktion einzeichnen. Also, die schreibe ich hier auch schon mal hin. Das ist f von x ist gleich x hoch 1/2. Ist gleich Wurzel aus x. So, und bei Wurzel aus x brauche ich ja keine negativen x-Werte, weil die negativen x-Werte kann ich hier nicht einsetzen, sonst wird die Wurzel negativ, habe ich ja gerade schon erzählt. So, also x hoch 1/2, warum passt die zu dieser x Quadrat? Weil das die x hoch 1/2 ist eine Spiegelung an dieser y gleich x halbierenden. Ich spiegel jetzt die rote und wenn ich die rote spiegele, bekomme ich das hier. So. Ist gespiegelt einfach nur die rote. Und das ist jetzt hier meine Funktion f von x ist gleich Wurzel aus x. Und du kannst es daran sehen, dass der Exponent, davon wurde der Kehrwert gebildet. Bei der ursprünglichen roten habe ich eine 2. Der Kehrwert von 2 ist 1/2. Also ich schreibe einfach nur die 2 in den Nenner. Und deswegen passen diese beiden Funktionen zusammen. Wenn man da den Kehrwert bildet, ist das einfach nur eine Spiegelung und dadurch ergibt sich eine sogenannte Wurzelfunktion. Diese Wurzelfunktion kann natürlich auch noch gestreckt, gestaucht und verschoben sein. Kommen wir aber alles nochmal drauf. Hauptsache, du hast mal gesehen, wie so eine Wurzelfunktion aussieht. So, hier nochmal der Überblick auf die Aufgabe. Wenn du möchtest, rechne doch einfach mal nach und guck mal, ob ich das alles korrekt gemacht habe. Ja, jetzt sind wir bei den Potenzrechengesetzen. Die hatten wir ja schon mal in Klasse 9. Jetzt werden die nochmal wiederholt. Und ich möchte sie so ein bisschen für Klasse 10 anpassen. Also, wie beim Faktorisieren von normalen Zahlen gibt es Rechengesetze für Potenzen, die Terme vereinfachen können. Die Umkehroperation des Potenzierens ist das Wurzelziehen. Und dieses Umkehren vom Potenzieren...